Dass eine bevorstehende Abstimmung im EU-Parlament vor allem junge Menschen auf die Straße treibt, ist eher selten. Sie alle fürchten die Zensur oder gar das Ende des Internet. Das sei Unsinn, sagen EU-Abgeordnete, die seit Jahren an der geplanten Urheberrechtsreform arbeiten. Das so zu spielen, das so zu framen, dass die Urheberrechtsreform, die zum Wohle der Urheber ist, als Zensur diskreditiert wird, ist eine geniale Strategie. Man muss sich fragen, wer dahinter steht. Das sind die Interessen des Silicon Valley. In einem dramatischen Video rief die Internetplattform YouTube vergangenen Oktober ihre Nutzer zum Widerstand gegen Artikel 13 der Urheberrechtsreform auf. So now is the time to speak up. Mit Artikel 13 geht die Haftung für Verstöße gegen das Urheberrecht vom User auf die Plattformen über. Also müssen diese kontrollieren, ob Rechte verletzt werden. Mittels Algorithmen und großen Datenbanken, die prüfen, ob die Inhalte von dem stammen, der sie hochlädt. Diesen sogenannten Upload-Filtern trauen die Gegner des Artikel 13 nicht. Diese technischen Mechanismen funktionieren allerdings bei weitem nicht so gut, wie sich das die Politik vorstellt. Das liegt unter anderem daran, dass solche automatischen Filtersysteme nicht in der Lage sind, Parodien zu erkennen. Befürchtet wird das Overblocking. Vorsorglich werden zu viele Inhalte gesperrt. Damit Memes und Kurzbeiträge weiterhin sicher sind, haben Befürworter der Reform zahlreiche Ausnahmen geschaffen. Auch gelte Artikel 13 nicht für kleine Plattformen, die jünger als 3 Jahre sind und deren Jahresumsatz unter 10 Millionen Euro liegt. Die Reform des Urheberrechts soll nur die Großen treffen. Dort werden wir uns nur auf die Plattform konzentrieren, die genau wissen, dass sie das Eigentum anderer nutzen, um damit Geld zu verdienen. Und da würde ich nach meiner persönlichen Einschätzung sagen, das betrifft mal gerade 1-5% der Internetplattformen überhaupt. Für die Weiterverbreitung müssen diese dann entsprechende Lizenzen der Urheber erwerben. Der Diebstahl geistigen Eigentums im Internet ist seit Jahren ein Thema. Am 26. März entscheidet das EU-Parlament für Wikipedia die letzte Chance für freies Internet, aber auch für einen fairen Urheberschutz.